Ich bin eigentlich nicht so scharf drauf, wieder gegen dich zu kämpfen. Na komm! Das macht Spaß. Wenn man es raus hat, macht es auf jeden Fall Spaß. Das ist Fischi. Fischi! Und du stirbst. Du bist nämlich kein Fisch. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. Wir werden es bald geschafft haben. So. Du stirbst nochmal hin. Dankeschön. Und wow. Was war das für ein Sprung? Ich habe keine Ahnung. Da unten war nichts. Okay. Ist da was? Das sieht immer so aus, ob man da hingehen kann. Das ist halt so eine kleine Höhle, genauso wie da. Ich muss gucken, ob man es kaputt machen kann. Oh, du interessierst mich jetzt gerade überhaupt nicht. Oh, Kiste. Geht weg! Ich muss die Kiste erobern! Das ist meine Kiste! Geht da weg! Geht schon weg! So, meine Kiste. Oben, rings, links, oben. Wow, Blaupause für einen Ring. Ich muss unbedingt mal wieder zum Schmied. Deswegen muss ich auch unbedingt dieses Ding finden, womit ich mich zu ihr deportieren kann. Damit wir sie einfach mal wieder besuchen, weil sie steht ja total auf uns. Ich finde das lustig. Das checkt es einfach nicht. Ist ein Kerl, das ist normal. So. So, ich mach alles kaputt. Alles kaputt machen. Das Spiel ist voll brutal, ist voll das Gemetzel. So. Wenn noch jemand? Ja? Haben wir noch jemanden da, der möchte? Freiwillig oder so? Nicht? Das ist ein Speicherpunkt. Der aber wieder nicht funktioniert. Das ist so wunderschön. So. Ah, Maus. Spinnt. So, das wollte ich nochmal eben geklärt haben und jetzt bin ich hier runter. Einladen. Das ist gut, weil ich habe nichts mehr zu verdammen und das funktioniert schon wieder nicht mehr. Ah, hello again, my friend. I suspected you would return. Ja klar, du hast Zeug, das ich gerne haben möchte. So Essen zum Beispiel. Ich stehe nämlich total auf deine Zimtdinger hier. Zimtgebäck. Ich kann die eigentlich auch verkaufen, weil ich die nicht produziere. Ich brauche ihn noch. Ach, weg damit. Weg damit. Vergiftung geht irgendwann von alleine weg. Den kann ich ja auch mittlerweile verkaufen. Brauche ich alle noch? Schlüssel war arschteuer bei dir, ne? Ja. Ist alles arschteuer. Your transaction is most appreciated. Thank you. Krieg ich irgendwann mal Rabatt bei dir oder so? Ich bin immer so ein Stammkunde hier und ich würde gerne mal Rabatt haben. I am Dust, and this is Fidget. We came from Mudpot seeking the one they call the Lady. Their springs have dried up, and I'm here to find out why. You would dare enter my domain and question me? Yes, the waters have stopped flowing. I was the one to stop them. Be careful, Dust. I do not believe she's used to being spoken to so casually. I meant no disrespect. I am Lady Tethys, and you will refer to me as such, with the courtesy reserved for all powerful beings of the realm. Okay, Dust, maybe you should dial it back a bit. She's getting pretty ticked off. Lady Tethys, the Mudpots need your help. One of them is already close to death, but your healing waters could save his life. You, a surface dweller, would dare to question my actions. Who do you think you are, ordering me to release the waters of life? I would question the motives of any creature, deity or not, that would let their subjects perish without reason.
I have felt the endless conflict as my waters ebb and flow through your land's surface dweller. I see this water satisfying the thirst of a creature much like yourself. A killer with a broken soul. A creature like me? You mean... He leads a great army across these lands, spilling innocent blood and using my waters to give life to his campaign of hatred. I stopped the water so I could stop the violence. But you are punishing innocents and guilty alike. Your own followers in Mudpot will die without that water. If their deaths are required to save this world, that is a sacrifice I am willing to make. You speak in petty terms. A person, a family, a village. Their deaths, same as yours, are insignificant to the greater good. I sense a terrible danger, Dust. Prepare yourself. I have seen where your path ends, Lady Tephis, and I will not let you succumb to the same fate. Too many innocents have died already thanks to Gaius's campaign. So be it, Surface Dweller. If you would raise your sword against me, then prepare to have your accursed soul ripped from your body and purged in these holy waters! Glaubt ihr, sauer? Wow, 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 wow. Hörst du auf, hörst du auf. Rufe böse, böse, böse. Alter, die ist voll irre. Sah sowieso schon, als wir reinkommen. Wir sind nach Bossfort aus. Ah, aber die ist echt nicht so ein bisschen heftiger. Autsch. Ja, hör auf, so irre zu lachen. Ich habe hier gerade ein bisschen Probleme, mich zu orientieren. Autsch. Der haut doch schon ein bisschen rein. Aber ich habe nichts mehr zum Heilen. Moment. Was haben wir gelernt? Komm her! Oh, klingt zweimal danach. Bam! Machst du überhaupt Schaden bei ihr? Das wäre mir interessant zu wissen. Mach da oben. Alter! What are you doing there? Das ist echt. Au, wow, wow, wow. Alter, das wäre mir so blöd. Die ist schon ein bisschen heftiger. Das ist reine Glückssache, wenn ich das jetzt treffe. Ich mache jetzt einfach mal Kamikaze. Das ist mir jetzt gerade sowas von Latte. Ich möchte die gerne kaputt machen. Ich habe gerade immer ein paar Sachen verkauft. Stirb, 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 du blöde Kuh! Das war knapp. Victory! Dun, 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 dun. What have you done? Not some sense into you, I hope. I can feel the darkness slipping from her soul, Dust. We have done it. She is now safe. Das war mehr Glück als Verstand. Okay, auf jeden Fall ist sie irgendwie besessen oder sowas. Die ist total irre.
Are you all right, Lady Tethys? What is this darkness Aura speaks of? I saw what your general was doing. I could feel the souls of all the innocents he killed screaming for help. And I succumbed to that darkness. That desire for justice, no matter the cost. Justice must be tempered with mercy, Lady Tethys. Otherwise, it is nothing more than revenge. I must apologize, Dust. I see now that you wield one of the blades of Elysium. Had I noticed before, I would have treated you with more respect. Blades of Elysium? I will explain later. We have other, more pressing matters at hand. I know you feel like you are doing the right thing by holding back the waters, but Mudpot needs them now more than ever. Oh, the waters, yes! I only hope it's not too late. Indeed. Though your motives were noble, I fear it did little to stop General Gaius and his campaign on the surface. Already I can feel his army's footsteps. They travel north, into the mountains. Then we gotta hurry. Ginger was on our way there too. Before you go, perhaps I can repay you for freeing me of my madness. At the base of the northern mountains, there is a grand estate. The baron of these lands is a man named Cain. He knew your general, and if you help him, he will be willing to assist you in your quest to end Gaius' campaign. Ja, ehrlich, woher weißt du das? And how do you know all that? Because I am attuned to the life thread, my dear. I can sense all life through the waters I send to the surface. Now, more than ever, I can feel the despair that all surface dwellers feel. Your general's hatred. He is not my general. Perhaps not now, but I can see you were once very close to this General Gaius. You can see into my past? Your soul is fragmented, like a shattered mirror. I can only see reflections in the broken pieces, and what I see makes little sense, even to me. There are powerful forces at work within your dust. How a living creature could carry such a shattered soul is beyond my understanding. However, that doesn't matter now. She's right, Dust. If you're going to speak to this Baron guy, we need to get moving. Apologies, Lady Tethys, but we must make haste. There is a villager in Mudpot who is very close to death. I can feel it now. His life force is very weak. How could I let this happen? What have I done? We've no time to waste. Is there a shortcut back to Mudpot? Yes, of course. Right through here. Though I fear you may already be too late. We'll get there in time. Just you wait and see. I hope so, Fidget. Goodbye, Lady Tethys. Goodbye, Dust. And good luck. Ui, 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 ui. Erkenntnis kommt immer viel zu spät. Oh, meine Fresse, die war voll besessen. Und Fidget einen neuen Geschosstyp erhalten. Drücke F und zwischen Fidget. Okay. Okay, Elektrizität. Was sollte ich jetzt lieber nicht machen, weil ich kurz da bin, abzukacken. Und what's this? It's teleporting! Wow. Bin ich denn jetzt? Ach, da bin ich. Okay. Okay. Nimm mich hin! Hier ist ein Schaf. Hier ist eine Wand, wo ich nicht durchkomme. Hier ist die Wand, wo ich durch wollte. Wo ist denn jetzt hier was zum Weg? Da ist was mit den Bomben. Aber so ein Spot, wo man sich einmal voll heilen kann, wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ah! Hey, look! Sunlight! Fancy that! A final parting gift from Lady Tethys, it would seem. That'll help when we need to return to the surface. But right now, we should find Bopo. Lady Tethys seems convinced we would arrive too late. We'll get there in time. We have to! We did everything we were supposed to! You have much to learn about the world, Fidget. Sometimes even your best is not enough to avert fate. Come,
Let us make haste to the village. Bevor wir uns aber auf den Weg zu Bopo machen, um zu schauen, wie es ihm geht, mache ich eine kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Dust. Danke fürs Zuschauen und bis dann!